Glaubt es mir oder nicht, aber es gibt genügend programmierte NPCs, die wohl in Zukunft auch Sex mit Kindern tolerieren würden, sobald die Experten aus der Wissenschaft bestätigen würden. Es wirkt auf jeden Fall sehr unpassend und komisch, aber... Gibt's echt Leute auf YouTube oder auf Twitch, die den Scheiß verteidigen oder was? Ich vermute, das ist Stand der Wissenschaft. Und man muss sich der Wissenschaft beugen. Krank. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Und zwar ist das erste Video von Ketzer der Neuzeit. Dieser Professor befürwortet Sex mit Kindern. In Klammern Warnung. Also es wird ein hartes Video, ist ein harter Tobak auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem halt ein sehr wichtiges Thema und ich finde es gut, dass es Leute in der Öffentlichkeit gibt, die diese Themen in der Öffentlichkeit ansprechen, weil oft leider diese Themen totgeschwiegen werden und nicht viele Menschen sich für den Schutz der Kinder einsetzen. Und ich finde, dass wir alle, die schon ein bisschen erwachsener sind, dafür einstehen müssen, dass unsere Kinder vernünftig behandelt werden, dass mit denen kein Unfug getrieben wird, dass denen kein Schaden zugefügt wird. Das ist einfach eine wichtige Sache so, weil die Kinder können nicht für sich selbst kämpfen. Das heißt, wir müssen die Verantwortung in die Hand nehmen und auf diese Dinge aufmerksam machen. Viele haben keinen Bock, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Kann ich irgendwo auch verstehen. Aber wenn die ganze Gesellschaft es totschweigt, dann passiert immer mehr Unfug mit unseren Kindern, immer mehr Schmutz, immer mehr teuflische Scheiße. Und da müssen wir gegenarbeiten, da müssen wir gegen kämpfen. Und deswegen reagieren wir jetzt hier auf das Video von Leo, Ketzer der Neuzeit. Ich muss sagen, ich finde seine Videos, wo er selber vor der Kamera sitzt, ein bisschen Research gemacht hat und Themen auseinander nimmt, finde ich sehr, sehr stark. Ich muss sogar sagen, dass die mir besser gefallen als die Straßenumfragen. Die Straßenumfragen sind auch geil, aber so vom Level her finde ich die schon echt krasser so. Die sind unsere Zukunft. Amalia, du sagst es. Und deswegen müssen wir für sie kämpfen und uns für sie einsetzen. So. Erneut die Vorwarnung. Dieses Video kann für einige verstörend sein. Schaut bitte nicht weiter, wenn euch diese Themen zu nahe gehen. Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ist nicht grundsätzlich etwas sehr Schlechtes. Dieses Zitat stammt nicht etwa von einem verurteilten Kinderschänder, der im Knast sitzt, sondern von einem Ethikprofessor aus Norwegen. Dieses Zitat ist leider kein Einzelfall, weshalb nun der zweite Teil zum Thema der Pädophilienormalisierung folgt. Im letzten Video haben wir uns das Buch Sexualpädagogik der Vielfalt angeschaut. Durch perverse Sexübungen im Schulunterricht sollen Kinder gezielt verwirrt werden, um in Zukunft eine vielfältige Gesellschaft zu ermöglichen. Und das sage nicht ich, sondern die Sexualpädagogin und Autorin Tuida selbst. Heute möchte ich euch drei Fallbeispiele zeigen, die noch einen Schritt weiter gehen. Aber fangen wir von vorne an. Einfach krank, dass es wirklich Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, so. Dass es Menschen gibt, die sagen, dass Sex mit Kindern irgendwie was Normales ist. Oder die Frühsexualisierung der Kinder was Gutes ist und das in eine gute Zukunft reinführt. Wie kann man daran glauben? Wer hat das diesen Leuten eingetrichtert? Wie krank muss man sein? Ich schwör's dir. Imagine that an adult male wants to have sex with a 12-year-old girl. It's not obvious to me that is in fact wrong. I think this is a mistake. Letztes Jahr ging ein Video eines Professors der State University in New York in Fredonia viral, in dem er Folgendes beschrieb. Stellen Sie sich vor, ein erwachsener Mann will Sex mit einem 12-jährigen Mädchen haben. Stellen Sie sich vor, sie sei ein williger Teilnehmer. Es gibt eine weit verbreitete Ansicht, dass etwas zutiefst falsch daran ist. Mir ist nicht klar, dass daran etwas falsch wäre. In einem weiteren, noch schockierenderen Videosegment erklärt Krechner, dass es für ihn nicht offensichtlich sei, dass sexuelle Interaktion mit einem Einjährigen zwangsläufig falsch wäre. Digga, hör doch auf, Bruder. Solche Leute direkt in den Knast. Direkt in den Knast, ich schwör's dir. Oder in die Therapie. Aber nicht mehr, den Menschen darf man es nicht mehr möglich machen, Zugang zu Kindern zu haben, ich schwör's dir. Dankbarerweise wurde dieser Professor von seinen Aufgaben auf dem Campus entbunden. Die Leitung der Universität fand die richtigen Worte für diese Aussagen. Absolut abscheulich. Richtig und wichtig. Da geht es aber ähnlich verstörend in Norwegen weiter. Ole Martin Moen, ein schwuler Mann, der sich als queer identifiziert, ist derzeit...
Der gibt mir so schon komische Vibes. Des Beirats der norwegischen Patientenorganisation für Genderdysphorie, einer sozialen und politischen Lobbygruppe für Transrechte. Moen schrieb 2015 einen Artikel mit dem Titel The Ethics of Pedophilia, der dann 2018 in einem Handbuch der Philosophie, also einem Lehrbuch, welches an Universitäten auf der ganzen Welt verbreitet ist, erneut veröffentlicht wurde. In diesem Artikel wird argumentiert, dass Pädophilie nur dann schlecht ist, wenn Kinder dabei zu Schaden kommen. Pädophilie selbst sowie pädophile Praktiken, die Kinder kein... Welches Kind soll nicht Schaden davon tragen? Gib mir Argumente dafür, dass ein Kind keinen Schaden davon trägt, Bro. Schaden zufügen, seien moralisch völlig in Ordnung. Moen erläutert die Argumente für und gegen erwachsenen Kindersex, bevor er schließlich zu dem Schluss kommt, dass erwachsenen Kindersex kategorisch nicht sehr schädlich ist, aber zu Risiken führen kann, dass Kinder geschädigt werden. Der Wissenschaftler behauptet, dass viele von uns zu einem bestimmten... Es ist Fakt, dass du dadurch geschädigt wirst, so. Es sind nicht nur Risiken, das ist Facts. Zeitpunkt Pädophile waren und stellt ein bizarres Argument vor, dass die meisten Menschen sexuelle Anziehungen zu Kindern erlebten, als sie selbst Kinder waren. Neben dem akademischen Raum hörten wir diese geisteskranken Narrative zuletzt auch aus einem Gerichtssaal in Neuseeland. Tulisi Laiatua ist ein 45-jähriger Pädophiler, der beschuldigt worden ist, zwei Mädchen jahrelang misshandelt zu haben. Sie waren zu Beginn des Missbrauchs 8 und 12 Jahre alt. Er wurde wegen mehreren Punkten angeklagt, darunter sexuelle Vergewaltigung in 4 Fällen. Er verteidigte sich mit der Aussage, dass das 12-jährige Mädchen all das so gewollt habe. Der Richter gab der Jury daraufhin den juristischen Rahmen. Rechtlich kann eine Person unter 16 Jahren keine Zustimmung für unanständige Handlungen geben. Sie müssen als Jury entscheiden, ob diese unanständigen Handlungen stattgefunden haben. Weiter sagte er, aber was Geschlechtsverkehr betrifft, so kann eine Person unter 16 Jahren ihre Zustimmung geben. Muss viel härter bestraft werden, der Shit. Viel härter bestraft werden. Auch vor allen Dingen hier bei uns in diesem Land. Carsten hat es, glaube ich, bei mir in dem Talk erzählt, dass es bis vor kurzem noch möglich war, dass du als Sexualstraftäter, der verurteilt wurde, nach einer gewissen Zeit wieder Zugang dazu hast, mit Kindern zu arbeiten. In Form von Fußballtrainer, Kita, irgendwie in der Schule arbeiten oder so, dass du dann aus diesem Register rausgenommen wurdest. Alleine das ist schon so krank, dass man Menschen, die wirklich nachweislich schon Unfug mit Kindern getrieben haben, nach einer gewissen Zeit wieder ermöglicht wird, mit Kindern zu arbeiten. Fuck, in was für einer Welt leben wir, Bro? Wie peinlich ist das, Digga? Und dann machen die auf, wir sind woke und wir sind so weit vorne und die sind wir nicht. Wenn wir unsere Kinder nicht schützen, sind wir ganz weit hinten, Bruder. Zur Erinnerung, es ging in diesem Fall um die Vergewaltigung einer 8-Jährigen und einer 12-Jährigen. Die neuseeländische Organisation HELP war schockiert über diese gesetzliche Lücke und erklärte, sexuelles Verhalten zwischen Erwachsenen und Kindern liegt immer in der Verantwortung der Erwachsenen und Kinder sind nicht verantwortlich für das, was ihnen angetan wird. Die Organisation beschrieb weiter, dass einige Verteidiger unterstellten, dass Kinder bereits im Alter von 6 Jahren sexuellen Missbrauch durch ihre Großeltern zugestimmt hätten. Mit 6? Was willst du da zustimmen, Bruder? Absurde Zeiten. Und wenn ich... Ja, da geht's schon wieder los hier. Da werde ich schon wieder wild hier. Fuchs teufelswild, Alter. Ich frage, liegt es in unserer Verantwortung, dass das Überschreiten dieser roten Linie niemals normalisiert wird? Manchmal stimmt vielleicht das Sprichwort, der Klügere gibt nach, aber nicht in diesem Fall. Leider interessiert sich die Mehrheit der Gesellschaft entweder nicht dafür, wobei die Medien ebenfalls helfen, oder noch schlimmer, sie unterstützen dieses Narrativ. Glaubt es mir oder nicht, aber es gibt genügend programmierte NPCs, die wohl in Zukunft auch Sex mit Kindern tolerieren würden, sobald die Experten aus der Wissenschaft bestätigen würden, dass Kinder dabei nicht zu schaden... Die Experten aus der Wissenschaft. Bester Mann, Leo, ja? ...kommen müssen. Hoffen wir, dass der folgende Kandidat, der zuletzt auf mein Video reagierte, nicht dazu gehört. Wo sind wir denn gelandet, dass Menschen einfach sitzen und nach ihrem Gefühl bewerten, was richtig ist und was nicht? So funktioniert das nicht. Wer ist das denn? Die Gefahr zu groß, dass man sieht, dass irgendein Laie oder irgendein Bauer sich irrt, einfach weil er untergebildet ist. Es wirkt auf jeden Fall sehr unpassend und komisch, aber da ist ein Wissen. Gibt's echt Leute auf YouTube oder auf Twitch, die den Scheiß verteidigen, oder was? Wissenschaftliches Werk ist, muss ich darauf... Da das ein wissenschaftliches Werk ist, muss ich darauf vertrauen, dass es gut ist für die Kinder, ja? Warten, dass Experten... Bruder, die Leute sind so disconnected von ihren Gefühlen und von dem, was richtig und falsch ist, von ihrer eigenen
gottgegebenen Moral so, nee, die Wissenschaft sagt so, deswegen müssen wir so, Bro, dieses Gefühl, was du hast, das ist nicht umsonst da. Wir Menschen sind mehr als nur Fernsehen gucken und Wissenschaft glauben. Wir haben auch Gefühle und wir wissen instinktiv an manchen Stellen, was richtig und was falsch ist. Kannst du auch nicht sagen, dass irgendein Bauer, der vielleicht keinen Zugang hat zu diesen ganzen Sachen, die du dir reinziehst, nicht fühlen kann, dass man Kindern nichts antun sollte und dass man nicht normalisieren sollte, dass Sex mit Kindern irgendwie ansatzweise nur verständlich ist, so, weißt du? Krank. Was Experten dazu sagen, Sexualwissenschaftler, Sexualpädagogen, Psychologen und so weiter und so fort, inwieweit das, also wie das gemeint ist und inwieweit das nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen optimal ist für die Entwicklung. Digga, der redet schon, wie er redet, da merkst du schon, der wiederholt einfach nur Dinge, die er gelernt hat. So, der hat gar keinen Zugang mehr zu seinem eigenen Menschsein und was er für richtig hält. Hauptsache auf der sicheren Seite sein und sagen, ja, Wissenschaft hat so gesagt, deswegen ist okay. Und wenn wir so weitermachen und dann, Digga, ich sag dir ehrlich, wenn wir so weitermachen und Menschen immer mehr so werden, haben wir irgendwann gar keine Ethik und Moral mehr, sondern hören nur noch drauf, was wir im Fernsehen gezeigt bekommen. Das Menschen. Ich vermute, das ist Stand der Wissenschaft. Und man muss sich der Wissenschaft beugen. Wow. Wow. Denn die Wissenschaft ist das Wissen oder die neueste Erkenntnis über unsere Welt. Und warum soll ich Bescheid wissen über die neueste Erkenntnis der Welt? Wie er selbst sagt, schlägt sein moralischer Kompass Alarm, wenn er diese Zeilen liest. Aber leider ist die Gehirnwäsche der Wissenschaft zu groß, um bei ihm eigenständiges und freies, kritisches Denken zu ermöglichen. Denn schließlich muss man sich der Wissenschaft beugen. Zu was die Mehrheit der Menschen in der Lage ist, wenn man sich der Wissenschaft beugt, ich will es gar nicht wissen. Die Wissenschaft ist übrigens mittlerweile an dem Punkt, dass sie sagt, Kinderblut ist gesund und hat eine verjüngende Wirkung. Interessante Forschungen, die Wissenschaft dort betreibt. Solange ich lebe, werde ich für Ethik und Moral kämpfen und für das Gute kämpfen. Spätestens hier machen wir für heute aber erst einmal Schluss. Kranke Scheiße, Bro, ich schwör's dir. Kranke Scheiße. Gebt euch auf jeden Fall das Originalvideo. Nochmal, meine lieben Freunde, gutes Video. Ich find's gut, dass der Leo diese Dinge einfach anspricht und die nach oben bringt, auch in die Öffentlichkeit bringt. Im Mainstream, der hat nach 3 Stunden schon über 20.000 Klicks gemacht. Das heißt, er erreicht wirklich Menschen damit. Und das ist einfach wichtig in der heutigen Zeit, wo Leute gar nicht mehr ihre eigenen Gedanken anschmeißen und wenig auf ihre eigene Moral und ihre eigene Ethik hören. Es ist einfach wichtig, Digga. Deswegen Shoutouts gehen raus an Leo, Bro. Ich küsse dein Herz. Mach genau weiter so. Genau diese Stimmen brauchen wir. Gerade in der heutigen Zeit brauchen wir immer mehr Leute, die sich für die richtigen und guten Dinge einsetzen. Die noch gottesfürchtig sind und die eine eigene Ethik und Moral haben und sich nicht lenken lassen von dem, was im Fernsehen erzählt wird, Bro. Hundertprozentig. So sehe ich das. Kann nichts zu dem Thema sagen, was Twitch-konform ist. Triggert mich extrem. Niedere Instinkte werden wach, wenn ich sowas höre. Fühle ich. Die Welt ist so krank heutzutage. Man kann sein Kind nicht mal mehr ohne schlechtes Gewissen in die Kita abgeben.